22. Juni 1944. Beginn der sowjetischen Großoffensive an der Ostfront. Zur gleichen Zeit im Westen. In der Normandie sind die Alliierten erfolgreich gelandet. Die deutsche Niederlage ist nicht mehr aufzuhalten. Das Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen. Abgeschirmt von der Realität führt Hitler von hier aus den Krieg. Seit Juli ist auch ein Generalstabsoffizier aus Berlin zu den Lagebesprechungen zugelassen. Oberst Klaus Schenkgraf von Stauffenberg. Er will ihn töten. Und da sagte ich ihm: Stauff, ich muss dir, will dir noch was sagen. Ich weiß, dass ihr was vorhabt. Ich will gar nicht wissen, was. Aber eins muss ich dir sagen: Wenn, dann muss es sehr bald geschehen. Sonst hat es keinen Sinn mehr. Und da sagte Stauffenberg zu mir: Kilian, du kannst dich drauf verlassen, es wird sehr bald etwas geschehen. Das Waldgebiet, in dem das Führerhauptquartier verborgen liegt. Der innere Sperrkreis von Hitlers Machtzentrale. In der Lagebaracke finden die täglichen militärischen Besprechungen statt. Stauffenberg ist am 20. Juli erneut ins Führerhauptquartier gekommen. Es gelingt ihm, seine Aktentasche, in der sich eine Bombe befindet, unter dem Kartentisch abzustellen. Dann verlässt Stauffenberg die Besprechung wieder. Später wird die Gestapo das Attentat minutiös rekonstruieren. Stauffenbergs Bombe explodiert um 12.42 Uhr. Die Explosionswolken, die da rauskamen, dauerte ja, möchte mal sagen, ein, zwei Minuten, bis das Licht da drin kam, dass man überhaupt was sehen konnte, ne? Durch Papierfetzen und was dann alles da rumflog. Die ganze Wiese außen, die war ja voll gesät mit Trümmer und Splitter. Aufnahmen der Lagebaracke vom 20. Juli. Trotz der Zerstörungen verfehlt die Bombe ihr Ziel. Vier der Anwesenden werden tödlich verletzt. Der Diktator aber überlebt. Wo ist Hitler? Ne? Wo ist Hitler? Bis er dann von den zwei Personen hinausgeführt wurde und gingen bis vielleicht 10 Meter vor den Treppe und drehten sich dann alle drei um und dann hat er minutenlang dorthin geschaut. Ne? Minutenlang dorthin geschaut. 2,5 Stunden später posiert Hitler bereits wieder für die Wochenschau. Der italienische Diktator Mussolini besucht das Führerhauptquartier. Hitler spricht von der Vorsehung, die ihn gerettet habe. Auch sein Volk soll daran glauben. Hitler stand auf dem Standpunkt, er hätte die Mitteilung verlauten lassen, dass er lebte, dass das Attentat überstanden hätte. Und er brauchte nicht zu seinem Volk zu reden, die glaubten ihm. Und Keitel hatte aber dann auf ihn eingesprochen, dann kam er zum lauten, sehr lauten Wortwechsel. Keitel hat ihn dann aber doch überzeugt und dann hat Hitler zugegeben, dann bereiten Sie alles vor, dann werde ich sprechen. Um Mitternacht wird der Attentäter Stauffenberg mit 3 Mitverschwörern im Innenhof seines Amtssitzes in Berlin standrechtlich erschossen. Kurz darauf spricht der Diktator zu seinem Volk. Eine ganz kleine Clique, ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere, hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch für deutsche Wehrmachtsführung auszurotten. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Vom Regimegegner, was zunehmend immer mehr waren, Soldaten wie andere Leute, nicht? Diese, jeder Form, über, sagen wir mal, verweigern, auch als eine Art Widerstandshandlung,
bis zum Widerstandskämpfer zwar ein sehr weiter Weg und in den gar nicht so sehr viele gegangen. Kaum einer der Offiziere des Widerstandes war von Anfang an ein Gegner Hitlers. 30. Januar 1933, Berlin. Hitlers Anhänger feiern die Machtübernahme. Jubel für den neuen Kanzler überall in Deutschland, auch in der oberfränkischen Provinz. Fackelzug in Bamberg. Ein junger Leutnant beobachtet das Geschehen. Klaus Schenkgraf Stauffenberg. Stauffenberg ist dann ein Stück mit einer SA-Kolonne, die also voller Jubel marschierte mit Musik. Durch die Straße hat er einen Moment überlegt, hat er nachher gesagt. Was soll ich tun? Ich kann mich doch hier jetzt nicht als Vertreter der Reichswehr in die Seite drücken, so als ob nichts wäre hier, wenn die hier marschieren. Das kommt nicht an, das verstehen die Leute nicht. Stauffenberg will nicht abseits stehen beim Aufbruch in die neue Zeit. Mit 18 hat er sich zum Militär gemeldet, um dem Vaterland zu dienen. Stauffenberg, hier auf einer bislang unbekannten Filmaufnahme mit seinem Regiment, begrüßt die neue Regierung wie die meisten der 4000 Offiziere der Reichswehr. Sie erhoffen sich von Hitler eine Stärkung der Streitkräfte, den Aufstieg des Reiches und vor allem die Revision des Versailler Vertrages, dem als demütigend empfundenen Diktat der Sieger des Ersten Weltkriegs. Wenn es Offiziere gegeben hat, die dem Nationalsozialismus nahestanden oder ihm nachfolgten, so war es mehr die nationale Komponente, die Komponente der Wiederherstellung der nationalen Ehre, der Aufhebung der Beschränkungen des Versailler Vertrages, was die Betreffenden reizte, als die ja auch vorhandene sozialistische Komponente dieser Ideologie. Eineinhalb Monate nach der Machtübernahme, der Tag von Potsdam. Das Glockenspiel der alten Garnisonkirche. Geschickt nutzt Hitler die Symbolik dieses Ortes, um den Eindruck zu vermitteln, seine Bewegung knüpfe an die alten Traditionen des Kaiserreiches an. Das gefällt der Reichswehr. Nur ein Statist in Hitlers Inszenierung, Paul von Hindenburg, der greise Feldmarschall und Präsident des Reiches. Unter den Soldaten, die an diesem Tag vor Hindenburg und Hitler paradieren, auch der 32 Jahre alte Oberleutnant Henning von Treskow. Schon seit 1929 ist er ein Anhänger der Nazis. Jahre später wird er Kopf des militärischen Widerstands. Unter den begeisterten Zuschauern ein Arbeitsloser mit militärischer Vergangenheit, Hans Oster. 1932 ist der Major entlassen worden, wegen einer Affäre mit einer verheirateten Frau, im Karneval von Köln. Die Rückkehr zu einer starken nationalen Politik begrüßt der 45 Jahre alte Oster, wie er später sagen wird, auch mit dem Herzen. Wir standen ja am Rande des Bürgerkriegs 1933. Und das hörte auf. Es kam Ordnung. Das wurde alles von den Soldaten begrüßt. Und man hatte geglaubt, nach dem Tag von Potsdam, das ist wirklich das Erbe, das nationale Erbe, die nationale Ehre, bitte. Und man hatte lange Zeit das Auge zugedrückt, das andere Auge, was hätte sehen müssen, dass das Unrecht wuchs und immer stärker wurde. Und ich meine, es ist eben ein langer Weg von der Skepsis über die Ablehnung zum Widerstand. Hitlers Herrschaft geht einher mit Terror gegen Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Regimegegner. Besonders im Visier Deutsche jüdischer Herkunft.
10 Tage nach dem Aufmarsch in Potsdam, Boykott jüdischer Geschäfte, deutschlandweit. Natürlich hat sich nur eine Minderheit von Deutschen unmittelbar in die Untaten an den Juden verwickelt. Aber das Entscheidende ist diese absolute Gleichgültigkeit, Kaltschnäuzigkeit, mit der wir als Volk in Allgemeinheit darüber hinweggegangen sind und das hingenommen haben. 1934 wird der sogenannte Arierparagraf auch auf die Reichswehr angewendet. 70 Soldaten jüdischer Herkunft werden entlassen. Kaum ein Offizier erhebt die Stimme für seine verfolgten Kameraden. Viele begrüßen die Ausgrenzung der Juden sogar. So wie der Bamberger Leutnant Graf Stauffenberg. Er hält die Entfernung der Juden aus dem Theater, der Musik und Publizistik für richtig. Antisemitismus ist weit verbreitet in seinen Kreisen. Dieser Antisemitismus hatte natürlich, in dem diese Gesellschaft sich lebte, hatte natürlich nie die Idee, Juden zu ermorden oder sowas. Aber die Vorstellung, dass man sie aus dem öffentlichen Leben zurückdrängen müsse, dass es zu viel intellektuelle Juden gab im Theater, als Rechtsanwälte, als Ärzte. Es gab ja in der Beamtenschaft und so weiter, gab es ja kaum Juden, geschweige denn in der Wehrmacht, in der Reichswehr oder in der Wehrmacht. Aber damit war man einverstanden und man war verhältnismäßig gleichgültig. Es interessierte einen nicht, weil es einen nicht betraf. Gleichgültigkeit und Angst. Wer Kritik übt, riskiert, verhaftet, gefoltert und getötet zu werden. Aufnahmen aus den Konzentrationslagern Halle und Oranienburg. Widerstand Einzelner ist unter diesen Bedingungen gefährlich. Wer kann denn in einer Diktatur Widerstand leisten? Doch nur diejenigen, die die Macht haben, etwas zu tun. Also ein Professor, der die richtigen Vorstellungen hat, oder ein Landwirt, der die richtigen Vorstellungen hat, der kann gegen eine Diktatur nicht allzu viel tun. Das sind honorige, fabelhafte Leute. Aber sie können eine Diktatur nicht stürzen. Diktatur kann nur gestürzt werden mit Gewalt. Und das war nur das Heer. Aber das Heer hat andere Ziele. Ernst Röhm, Führer der SA auf Deutschlandreise. Seit dem 30. Januar 1933 fordert er für seine braunen Horden immer lauter die Beteiligung an der Macht. Sieg! Der Führer hat das Wort! Röhm, rechts hinter Hitler, will die SA neben der Reichswehr als militärische Truppe etablieren. SA-Kameraden! Kameraden des S- und Hitlerjugend, wenn das Heer der Waffenträger der Nation ist, dann müsst ihr sein der Willensträger, der politisch gestaltende Willensträger der deutschen Nation. Röhms Kurs missfällt den Offizieren. Er beeinträchtigt ihr Waffenmonopol im Staat. Hitler muss reagieren, weil er die Reichswehr für seine Pläne braucht. Im Sommer 1934 lässt er Gerüchte streuen, die SA plane einen Putsch. Am 30. Juni ermordet die SS auf Hitlers Weisung viele Führer der SA, um den angeblichen Aufstand niederzuschlagen. Auch Röhm wird erschossen. Gestrichen aus der Führungsriege der Nazi-Größen. Ich war auf dem Übungsplatz und mein damaliger Regimentskommandeur hat uns dann zusammengerufen, das Ganze auf Zierchor, und hat gesagt, ja, dem Sinne nach, die große Gefahr, die von dieser Seite bestanden hat, die ist beseitigt. Wir haben von Hitler die Zusage, dass alleinige Landesverteidigungssache Angelegenheit der Wehrmacht wäre. Hitler nutzt den sogenannten Röhm-Putsch auch, um Regimegegner zu beseitigen, so wie seinen Vorgänger als Reichskanzler, General von Schleicher, und dessen Frau. Dass sie meine Mutter erschossen, das war klar, nur weil sie daneben saß und erlebt hatte, dass eben, wurde ja dann erzählt,
dass er sich mit der Waffe zur Wehr gesetzt hätte. Keine Spur, es war keine Waffe da, es war nichts da. Es waren eben einfach 5 Einschüsse und meine Mutter hatte, glaube ich, 3 Einschüsse. Und es war Mord, weiter nichts. In der Garnison Potsdam Dienst wie jeden Tag. Die Morde an den braunen Führern sieht man mit Genugtuung. Ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass wir seinerzeit die Morde an Röhm nicht so als große Verbrechen angesehen haben. Wir haben das alles noch als einen revolutionären Akt angesehen innerhalb der SA, haben es also nicht so als Rechtsbruch so stark empfunden, sondern mit einer gewissen Erleichterung. Aber als dann der General von Schleicher dann ermordet wurde, da war mehr oder weniger alles klar, wohin die Reise geht. Folgen der Erkenntnis Taten? Aufschreie erfolgten nicht, leider. Selbst im Offizierkorps nicht, nachdem man 2 Offiziere erschossen hatte. Nur wenige wollen in den von Hitler angeordneten Morden ein Unrecht erkennen. Einer von ihnen, Hans Oster. Seit Oktober 1933 hat er wieder eine Anstellung gefunden. Zunächst als ziviler Mitarbeiter im Reichswehrministerium, beim militärischen Spionagedienst der sogenannten Abwehr. Für Oster beginnt mit dem Röhmputsch seine Entfremdung vom NS-Regime. Seine Tochter erinnert sich daran. Ein glühend heißer Tag und meine Mutter und ich waren mit Verwandten, trafen wir uns und kamen nach Hause und dann war eben dies alles geschehen und mein Vater war ziemlich erschlagen von der Sache. Das ist von so der Moment an, von dem eigentlich Politik in mir in Erinnerung ist. Im privaten Kreis äußert er sich jetzt auch kritisch über das Regime. Aufnahmen aus einer Kleinstadt. Unrecht gehört in Deutschland zum Straßenbild. Und überall der Stürmer, das antisemitische Hetzblatt des Regimes. Mein Vater kündigte mir an, wenn er mich je vor einem Stürmerkasten stehen sehe, würde er mich windelweich hauen. Also ich meine, er hat mir schon auf diese Dinge auch einen hingewiesen und gesagt und darüber geschimpft. Das habe ich miterlebt. Anfang August 1934 stirbt Hindenburg. Staatsakt im Ehrenmal von Tannenberg, Schauplatz seines großen Sieges im Ersten Weltkrieg. Noch am Todestag wird die Reichswehr auf Hitler vereidigt. Statt Volk und Vaterland, statt Treue und Redlichkeit, jetzt unbedingter Gehorsam einem Diktator. Die Wochenschau zeigt Bilder aus Berlin. Ich schwöre bei Gott! General Erwin von Witzleben vollzieht hier das Ritual. Diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler. Die Morde an den SA-Männern hat Witzleben noch begrüßt. Der an General Schleicher hat ihn erschüttert. Auch er sieht das NS-Regime jetzt kritischer. Es gab so eine Mischung, dass die einen sagten, das, was jetzt alles passiert, 33, 34, 35, so, das sind Kinderkrankheiten einer nationalen Revolution und das wird wieder vergehen. Und es gab nur sehr wenige, die früh erkannt haben, dass das der Beginn einer tragischen und verbrecherischen Entwicklung sein würde. Hitler stellt die Weichen für den Krieg. 1935 Wiedereinführung der Wehrpflicht, Vergrößerung der Wehrmacht und Aufrüstung um jeden Preis. Gute Zeiten für Offiziere, auch für Entlassene. Oster darf wieder Uniform tragen. Der neue Kurs gefällt auch ihm. Man muss sich vorstellen, diese Reichswehroffiziere haben über ein Jahrzehnt lang
mit Papppanzern arbeiten müssen, mit Holzgeschützen. Und nun plötzlich kam jemand und sagte, Schluss damit, mit diesem Spielzeug, was eh keinen Sinn hat. Ihr kriegt jetzt also richtige Gewehre, richtige Maschinengewehre und richtige Panzer. Auch in der Außenpolitik hat Hitler Erfolg. Der Vertrag von Versailles verbietet die Stationierung von deutschen Truppen im Rheinland. Im März 1936 lässt Hitler die Wehrmacht trotzdem einmarschieren. Eine Provokation für die Sieger von 1918, die ernste Folgen haben kann. Bei der Rheinland-Besetzung entsinne ich mich, da sagten viele oder jedenfalls einige, deren Gespräche ich mich erinnere, jetzt werden die Alliierten einschreiten. Das taten sie aber nicht. Dann wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Nichts passierte. Die Olympiade war ein riesiger Erfolg. Das Ausland war sehr beeindruckt. Berlin im Sommer 1936. Einmarsch der Nationen im Olympiastadion. Die französischen Sportler mit Hitlergruß. Die ganzen sozialen Zustände hatten sich sehr verbessert, die Arbeitslosen verschwanden. Also das war alles sehr bemerkenswert und beeindruckend für die große Anzahl der Menschen. Besuch von englischen NS-Sympathisanten bei Hitler. Das ist nur ein Beug, in Süddeutschland. Smalltalk über Deutschland und seine Soldaten. Ebene wird ebenfalls kultiviert. We British never felt anything but great respect for German enemies in the war years. Da haben wir sehr viel Land gewonnen heute, dadurch, dass wir gewisse Gebiete, die zurzeit vermauert sind oder die. Noch will kaum einer wahrhaben, dass Hitler den Krieg will. Er wollte ein starkes Deutschland, er wollte eine starke Wehrmacht und immer hat er natürlich auch vom Frieden geredet. Ich habe ihm ja lange Zeit geglaubt und nicht ohne gute Gründe meine ich, dass er ein Friedenskanzler sei. Denn ich sagte mir immer, ein Mann, der im Ersten Weltkrieg war, Ersten Weltkrieg übrigens tapfer war, der das EK1 als einfacher Mann bekommen hat oder als Gefreiter war damals gewesen, der schwer verwundet war, und zwar so schwer, der wird auch nie mehr Krieg machen wollen. Hitler und seine Generale beim Manöver. Am 5. November 1937 kommt er zur Sache. Er informiert die Wehrmachtsführung, dass er im kommenden Jahr Österreich und die Tschechoslowakei besetzen will. Reichskriegsminister Werner von Blomberg und der Oberbefehlshaber des Heeres Werner von Fritsch äußern Bedenken. Sie glauben, ein Krieg zu diesem Zeitpunkt sei zu riskant. Sie überschätzen ihre Stellung. Die Wehrmacht stand in unserer Vorstellung eines jungen Offiziers neben der Partei. Ja, das waren die Parteibonzen, die waren und wir waren. Die Wehrmacht, wir waren etwas anderes, was Besseres, was Solideres. Das war so unser Grundgefühl. Dezember 1937, Heldenbegräbnis in München für den Weltkriegsgeneral Ludendorff. Bei der Trauerfeier dabei Reichskriegsminister Werner von Blomberg. Er will wieder heiraten und nutzt den Anlass. Blomberg bittet den Diktator um Erlaubnis. Der stimmt zu. Hitler und Göring werden Trauzeugen. Ein Foto von der Hochzeitsreise. Abgedruckt in allen deutschen Zeitungen. Die junge Braut wird erkannt. Skandal. Sie ist eine Frau mit Rotlichtvergangenheit. Blomberg muss Ende Januar gehen. Den Abgang des willigen Gehilfen bedauert er. Der Nachfolger liegt ihm weniger. Werner von Fritsch. Ein zweifelhafter Informant hat ihn 2 Jahre zuvor der Homosexualität bezichtigt. Ein Vorwand für Hitler, ihn jetzt zum Rücktritt zu zwingen. Es war eine große Aufregung, habe ich sehr genaue Erinnerungen. Und es war bei vielen Leuten, bei den Erwachsenen, sage ich einmal, war damals sehr stark die Hoffnung, dass nun doch etwas passieren würde und dass sich da so die
Wehrmacht, die es ja damals dann schon gab, diese Behandlung von Fritsch zum Beispiel nicht gefallen lassen würde. Parade der SS zum 5. Jahrestag der Machtergreifung. Misstrauisch ist in der Wehrmacht der Aufstieg von Himmlers Truppen zur zweiten bewaffneten Macht im Staate verfolgt worden. In der Fritsch-Affäre sehen die Offiziere jetzt einen Angriff auf die Unabhängigkeit der Wehrmacht und vermuten als Urheber der vermeintlichen Intrige Himmlers Gestapo und SS. Die Fritsch-Affäre, diesen fabelhaften Mann der Homosexualität zu bezichtigen und das nachher zu relativieren, weil eine sogenannte Verwechslung zwischen dem Hauptmann Freiherr von Fritsch angeblich stattgefunden hatte. Das war eine Intrige, die wir unglaublich fanden. Und das ging, wurde im Casino hin und her geredet darüber. Das war, ging so weit, dass es verboten wurde, über dieses Thema zu sprechen. Auch Hans Oster ist empört. Er macht die Sache Fritsch jetzt, wie er sagt, zu seiner eigenen. Einen Verbündeten findet er in der alten Kommandantur der Reichshauptstadt. Dort residiert der Befehlshaber der Truppen in und um Berlin, Erwin von Witzleben. Sie planen die Entmachtung der Gestapo und SS mit Gewalt. Der erste Widerstand von Offizieren. Für die Ehre von Fritsch und den Machterhalt der Wehrmacht. Nicht gegen Hitler persönlich. Das Parteiregime und all das, das lehnte man ab. Da waren alle dagegen. Hitler war was anderes. Nicht wahr? Und das hat vorgehalten fast bis zum Schluss des Krieges. Gerade auch für den Soldaten. März 1938. Hitler in Wien. Der sogenannte Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Vergeblich hat Oster versucht, noch andere hohe Generale für seinen Plan zu gewinnen. Im Jubel über den Erfolg gerät die Fritsch-Krise vollends in den Hintergrund. Der erste Anlauf zum Aufstand gegen das Regime endet kläglich. Die Wehrmacht auf dem Weg zum willfährigen Instrument der Eroberungspolitik Hitlers. Er war verzweifelt über die deutsche Generalität. Nicht über jeden Einzelnen, das will um Gottes Willen nichts Falsches sagen, aber das, was die Spitze der deutschen Generalität zugelassen hat, was Hitler aus dieser Armee machte, darüber war er schon verzweifelt. Und das hat er auch deutlich zum Ausdruck gemacht. Die Generale folgen ihm. Für den Oktober will er jetzt den Überfall auf die Tschechoslowakei. Der Vorwand? Die Deutschen im tschechischen Sudetenland werden unterdrückt. Hitler will sie heim ins Reich holen. Oster erfährt davon und ist mehr als beunruhigt. Da war schon die große Verzweiflung meines Vaters, dass er Angst hatte, dass die Leute, natürlich sagten sie alle, das kommt gar nicht in Frage und das werden wir gar nicht mitmachen, aber sie wissen ja, wie die Entwicklung gegangen ist, nicht? Und da war mein Vater sehr früh sehr skeptisch und hat alles immer getan mit seinen Freunden, dass dieser Krieg verhindert wurde. Nur ein General wagte es, Hitler offen zu widersprechen. Immer lauter erhebt der Stabschef des Heeres, General Ludwig Beck, hier auf der einzigen existierenden Filmaufnahme mit dem Diktator, seine Stimme. Er fürchtet, dass die Franzosen und Engländer den Tschechen beistehen werden, der Zwei-Fronten-Krieg droht. Beck will den Widerstand der Generale gegen Hitlers Kriegskurs. Doch am Ende tritt nur einer zurück. Er selbst. Schon steht Beck im Kontakt mit Oster, den er aus früherer Dienstzeit kennt und ist bereit zu handeln. Sie finden gleichgesinnte Offiziere. Mein Vater hielt nur einen neuen Krieg Deutschlands für ungeheuer gefährlich. Und hat eben auch etwa diesen Standpunkt vertreten, den Generaloberst Beck hier dargelegt habe, hatte, ein neuer Krieg würde das Fines Germania, also das Ende Deutschlands, bedeuten. Die neue Wache in Berlin.
damals Gedächtnisstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Die Angst vor einem neuen Weltkrieg führt nun die Gegner des Regimes zusammen. Zum ersten Mal soll es auch gegen Hitler gehen. Bisher stand der Machterhalt der Militärs im Vordergrund. Jetzt geht es um mehr. Beck und Oster wollen einen Staatsstreich für den Frieden und die Rückkehr des Rechts. Er war sich über die Ungeheuerlichkeit dieses Schrittes hundertprozentig im Klaren. Hat uns auch als Familie immer gesagt, im Grunde trage ich meinen Kopf unterm Arm. Damit hat er absolut gerechnet. Und das gehörte für die Leute, wenn sie solche Schritte taten, eben einfach dazu, dass sie ihre Familien opferten. Die Truppen in und um Berlin unterstehen Generalleutnant Erwin von Witzleben. Er rückt ins Zentrum der Pläne der Verschwörer. Seine Soldaten sollen den Staatsstreich ausführen. Oster spricht Witzleben im September 1938 an. Der Preuße zögert nicht. Ich verstehe zwar nichts von Politik, soll Witzleben geantwortet haben, aber das brauche ich ja wohl nicht, um zu wissen, was da zu machen ist. Preußen ist ja ein Begriff, kein Land. Preußen ist eben Korrektheit, Anständigkeit, Treue, Ehrlichkeit. Das ist Preußen und das war er auch. Witzleben beginnt mit den Vorbereitungen für den Staatsstreich. Auf untergebene Offiziere aus seinem Wehrkreis kann er sich dabei verlassen. Schon steht ein Stoßtrupp bereit aus jungen Offizieren, die den Diktator in der alten Reichskanzlei festnehmen sollen. Hitler soll für verrückt erklärt und weggesperrt werden. Oster will mehr. Mein Vater hat verhältnismäßig früh, obwohl es ihm nicht leicht fiel, aber er hat verhältnismäßig früh gesagt, ohne einen toten Hitler geht es nicht. Weil er sah, dass dieser Mann alles überrennen würde. Und hat ziemlich früh, kann ich ganz genau sagen, den Zeitpunkt, aber verhältnismäßig früh, wo viele noch sagen, nein, der Mord kommt auf keinen Fall in Frage. Mord war ja auch was Furchtbares, zumal sie ja nicht nur Hitler, sie wollten A, seine eigene Umgebung, aber sie wussten ja ganz genau, dass natürlich auch bei jedem dieser Versuche auch eigene Leute mit drauf gehen würden. Der englische Premierminister Chamberlain kommt im September nach Bad Godesberg. Er will den Frieden retten und ist zu Kompromissen über das Sudetenland bereit. Aber Hitler will den Krieg. Am Tag darauf stimmt er die Deutschen ein. Ich gehe meinem Volk jetzt voran als sein erster Soldat und hinter mir! Und hinter mir, das mag die Welt wissen, marschiert jetzt ein Volk und zwar ein anderes als das vom Jahr 1918. Der Krieg scheint unausweichlich. Nur ein Staatsstreich kann das verhindern. Die Truppen der Verschwörer werden in Bereitschaft versetzt. Ich war damals in Potsdam Unteroffizier. Wir wurden eines Tages alarmiert. Wir bekamen scharfe Munition, verließen die Kaserne und bezogen Bereitschaftsstellungen. 29. September, Berlin. Niemand ahnt hier, dass Militärs heute putschen wollen. Der Stoßtrupp steht bereit. Da trifft überraschend um die Mittagszeit die Nachricht ein, die Staatschefs Frankreichs, Englands und Italiens treffen sich zu einer Konferenz in München. Der Frieden scheint gerettet. Der Staatsstreich gescheitert, noch bevor er begonnen hat. Die Haltung des Auslandes war überhaupt sehr deprimierend. Die war ja also nicht hilfreich, sondern im Gegenteil kontraproduktiv. Dieses auf Hitler eingehen, auf Hitler nachzugeben, war ja eine außerordentlich schwere Schlappe
für die inneren Bewegungen in Deutschland. Die Tschechen werden von England und Frankreich gezwungen, das Sudetenland an Deutschland abzutreten. Das Münchner Abkommen bringt Hitler an sein Ziel, ohne einen Schuss. Im Monat darauf Einmarsch ins Sudetenland. Der Widerstand steht auf verlorenem Posten. Bis zum Sudetenland haben die meisten Menschen, und so auch ich als junger Mann, empfunden, eine gewisse Legitimation darin, dass Gebiete, die von Deutschen bewohnt wurden, deutschsprachig waren, der deutschen Kultur angehörten, dem alten römischen Reich deutscher Nation angehörten, in die Reichsgrenzen zurückgeführt wurden. Hitlers Ziele gehen weiter. Eroberung. Im März 1939 marschiert die Wehrmacht in die Tschechoslowakei ein. Das Ausland droht, aber handelt nicht. In Deutschland Jubel. Ich war damals fähnrich und beim Urlaub habe ich zu meinem Vater dem Sinne nach gesagt, es ist toll, was doch Hitler wieder geschaffen hat. Österreich angeschlossen, Sudetenland und nun auch die Tschechoslowakei. Woraufhin mein Vater sagte, mein Junge, ich muss dir sagen, Deutschland wird von einem Psychopathen geführt. Das war ein großer Schock. Berlin. Aufmarsch der Wehrmacht zu Hitlers 50. Geburtstag. Witzleben ist versetzt worden, nach Frankfurt am Main. Auch sonst ist der militärische Widerstand wie gelähmt von den Erfolgen Hitlers. Seinem Traum von der Vorherrschaft in Europa scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Kritische Stimmen sind selten geworden in dieser Zeit. Ich hatte unmittelbar vor Beginn des Polenfeldzugs Urlaub, war zu Hause, wurde dann von meinem Regiment zurückgerufen. Und als ich mich von meinem Vater verabschiedete, das muss so um den 22., 23. August gewesen sein, fragte ich meinen Vater, wird es Krieg mit Polen geben? Daraufhin sagte mein Vater, es wird einen Weltbrand geben. Ein Weltbrand ist schnell entfacht, aber schwer ausgetreten. Das war der zweite Schock. 1. September 1939, Überfall auf Polen. Jetzt erst reagieren Frankreich und England, erklären Deutschland den Krieg. Die Soldaten kämpfen für Hitler und glauben, sie täten es für ihr Vaterland. Es war eigentlich ganz klar, dass wir alle dagegen die Nazis waren, aber gleichzeitig waren es alles Leute, die es für ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit gehalten haben, dem Vaterland zu dienen, auch im Kriege zu dienen. Das war eine Schizophrenie des Bewusstseins. Nach dem Sieg über Polen befiehlt Hitler den Angriff auf Frankreich. Trotz Kriegserklärung ist es noch nicht zu größeren Kampfhandlungen mit den Alliierten gekommen. Berlin, Reichskriegsministerium. Hier sucht Oster noch immer nach Möglichkeiten, um die Katastrophe aufzuhalten. Schließlich setzt er alles auf eine Karte. Anfang 1940 verrät er die Angriffspläne an die Gegner. Über seine Gefühle spricht er mit einem Kameraden. Ich verlange nur, dass ihr wisst, dass ich kein Schweinehund bin, sondern dass ich es im Grunde für Deutschland tue. Und mein Vater stand zu dem Zeitpunkt auf dem Standpunkt, so schnell wie möglich muss dieser Krieg beendet werden. Denn alles, was Hitler dann plant, wird entsetzlich. Und genau so war es. Ja. Am 10. Mai 1940 ist es soweit. Angriff auf Frankreich. Osters einsame Entscheidung ist ohne Folgen geblieben. Die Alliierten glauben seinen Informationen nicht. Bis heute ist seine Tat umstritten. Dann kam immer das mich so verletzende Argument, sowas tut man doch nicht, nicht? Man tut das nicht als Offizier, sein Land verraten. Natürlich tut man das nicht. Aber
Adolf Hitler zu verraten, darin habe ich überhaupt keinen Makel gesehen. 6 Wochen nach Beginn des Feldzuges, Demütigung für die besiegten Franzosen. Unterzeichnung des Waffenstillstandes im Wald von Compiègne. Im selben Eisenbahnwaggon, in dem 1918 die deutsche Niederlage besiegelt wurde. Während Oster alles für den Frieden gab, haben andere Offiziere Hitlers Krieg geführt. Einer von ihnen ist an diesem Tag deutscher Begleitoffizier für die französische Delegation, Henning von Treskow. 7 Jahre zuvor hat er Hitler euphorisch begrüßt. Das immer deutlicher zutage tretende Unrecht hat ihn zweifeln lassen. Der Sieg bringt ihn wieder auf Kurs. Einer Freundin schreibt er: Aller Kleinmut, dessen ich mich freudig schuldig bekenne, ist angesichts unserer ungeheuren Erfolge verflogen. Auch ein anderer Offizier kämpfte im Frankreich-Feldzug. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Da haben wir uns unterhalten über den Frankreich-Feldzug. Und da hat er gesagt: Jawohl, dieser Feldzug ist jetzt mal rein militärisch hervorragend durchgeführt worden. Und es ist wirklich ein großer Sieg. Aufpassen müssen wir jetzt, dass wir nicht überheblich werden. Zur Belohnung befördert Hitler jetzt 12 seiner Generale zu Feldmarschällen. Unter ihnen nur einer, der gegen Hitler ist, Erwin von Witzleben. Bis zum Angriff auf Frankreich hat auch er von seinem Posten aus versucht, Widerstand gegen den Krieg zu mobilisieren. Ohne Erfolg. Die anderen Generale folgen Hitler jetzt bereitwilliger als je zuvor. Sie waren eben zu 80 oder 90% Hitler so nah, dass die restlichen 10%, wo sie gewisse Kritiken hatten oder wo sie sich vor allen Dingen an seiner dilettantischen Kriegsführung gestört haben, das ist eine andere Ebene. Aber ich meine, sie hatten eben keine innere Kraft, keine innere Überzeugung, um wirklich diesem Verbrecher Widerstand zu leisten, diesem verbrecherischen System. Berlin, Rückkehr aus Frankreich. Der Diktator auf dem absoluten Höhepunkt seiner Popularität. Wer will ihn jetzt noch aufhalten?